So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und zwar Battle Bond. Diese erstmalig in japanischem Stil gehaltenen Booster sind sowas von, also nur um euch das mal zu zeigen, die sind sowas von loose. Haben aber diesen wunderschönen Pull-Strip hier. Und hier, anders als bei anderen Produkten, die den haben, kann man den benutzen. Da bin selbst ich nicht zu doof dafür. So. Ich weiß die Ordnung nicht mehr. Ich meine, sie wäre umgekehrt. Dementsprechend fangen wir einfach mal von hinten an. Gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben eine Kanne, jawohl. Crowl Prowler. Die Karte sieht super fainted aus. 6 Mana, 6, 6, ohne Effekt. Millennial Gargoyle. 4 Mana, 2, 2 fliegend. Super Base-Karten. Crowl Warrior, 2 Mana 2-2 und der kriegt plus 3 bis immer so für 6 Mana. Also für die Leute, die es nicht wissen, dieses Set wurde gedouble-teamed, also Getuated Giant, dafür war dieses Set gedacht. Und das haben wir auch gemacht. 4 Mana 2-4, immer wenn die einem Gegner Schaden zufügt, zieht ein Spieler eure Wahl eine Karte. Genau solche Sachen sollten halt für Getuated Giant da sein. Ich hau mit meiner Kreatur meinen Gegner und mein Kumpel darf eine Karte ziehen. Sau cool, ich mag Getuated Giant. Centaur Healer, 3 Mana 3-3, wenn das Spiel kommt, ziehen wir 3 Leben. Okay. Borderland Marauder, 2 Mana 1-2 und wenn die angreift, kriegt die plus 2 plus 0 bis zumindest. So, 2 Mana 3-2, das ist nicht schlecht. Dann haben wir Expedition Raptor, 5 Mana 2-2 fliegend, wenn ein Spiel kommt, Support 2. Also wir legen eine plus 1 plus 1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen unserer Wahl. Das ist gut. Assassinate, 3 Mana, Sorcery, wir zerstören eine getappte Kreatur. Was ein Artwork, immer noch. So, dann müsste noch eine Karte kommen. Der Raptor Companion, 2 Mana 3-1. Ihr merkt schon, die Karten waren nicht sonderlich tief. Die hatten keine schweren Mechanics. Das hier war ein Einsteigerprodukt. Und das hat mega Spaß gemacht. Dann haben wir Last Gasp, 2 Mana, eine Kreatur kriegt minus 3 bis meines Zuges. Das müsste dann auch die letzte Karte gewesen sein. Unsere erste Ankam ist Shearing Fanatic. 2 Mana 2-2. Wenn die angreift, suchen wir uns einen Namen von der Karte aus. Und Zauber mit dem Namen, der diese Karte hat, kosten ein Mana weniger diesen Zug. Also kann ich mir zum Beispiel sagen, ey, was soll denn weniger kosten? Sag mir mal einen Namen von der Karte und dann kann mein Teammate die spielen. Das ist ganz cool. Assassin's Strike. Das Artwork ist so ikonisch. 6 Mana, wir zerstören eine Kreatur und der Beherrscher wirft eine Karte ab. Dann haben wir Beast Within. Sehr cool. Ein grünes, zwei farbloser, wir zerstören permanentes. Der Beherrscher kriegt ein 3er Beast. Sehr, sehr cool. Und unser Rare, wir haben kein. Es müsste ein Land sein, das heißt, wir haben keine Partnerkarte. Partnerkarten, dann hätten wir zwei Rares gehabt statt einen der Ankans. Dementsprechend spannend. Was? Regnars Sanction. 4 Mana Sorcery. Jeder Spieler wählt Freunde oder Gegner. Und jeder, der Freund gewählt hat, legt eine plus 1 zu 1 Marke auf eine Kreatur, die er kontrolliert. Auf jede Kreatur. Und jeder, der Gegner gewählt hat, enttappt eine Kreatur und tappt den Rest. Okay. Und unser Land ist eine Insel. Und den Zombie-Token, den wir schon gesehen haben. Alles klar. Ja, das war Battle Bond. Die beiden Karten sind ganz cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.